Das Maß ist voll. Nach einem brutalen Anschlag mit Atomwaffen auf das Footballstadion von Baltimore schickt der CIA sie und ihr Team in den Kampf gegen den Terrorismus. Dabei befreien sie Geiseln, klauen Geheimpapiere und eliminieren die Terroristenbosse. Die Hintergrundstory für Ubisofts PC-Adaption des gleichnamigen Kinostreifens mit Morgan Freeman und Ben Affleck liefert Tom Clancys Bestseller The Sum of All Fears von 1991. Der Anschlag wurde wie auch Ghost Recon von Red Storm programmiert und verwendet die gleiche Technik. Vor allem die opulente Grafik-Engine ist ein echter Hingucker. Auch wenn diesmal ihre große Stärke, das Darstellen fotorealistischer Außenareale, nicht voll ausgeschöpft wird. Denn gekämpft wird in der Anschlag vornehmlich in kargen Gebäuden, etwa einem Gefängnis. Kein leichtes Unterfangen sind die 11 Missionen der Einzelspielerkampagne. Die Gegner erweisen sich als wahre Meisterschützen. Nur mit der richtigen Taktik kommen sie ans Ziel. Wichtigstes Instrument des Spiels ist ein Herzschlagsensor, der sämtliche Gegner in ihrer Nähe auf der Karte sichtbar werden lässt. So wissen sie sofort, ob sie einen Raum gefahrlos betreten können oder hinter der verschlossenen Tür mit Widerstand zu rechnen ist. Einen Großteil ihrer Gegenspieler schalten sie mit dem altbewährten Blenden und Sichern aus. Dabei reicht ein Mausklick auf das kinderleicht zu bedienende Teammenü. Und ihre beiden Kollegen erledigen für sie den Rest. Das ist aber auch schon beinahe alles, was sie ihren Mitstreitern befehlen können. Für einen Taktik-Shooter zu wenig. Größtes Manko neben den eher langweiligen Missionen ist die Spielzeit. Geübte haben die Kreuzung aus Ghost Recon und Rogue Spear nämlich bereits nach 4 Stunden durchgezockt. Wenigstens fesselt der Mehrspielermodus für längere Zeit an den Bildschirm.